So, hallo, ich begrüße euch zu einer weiteren Runde Fortnite. Ich habe gerade wieder eine Arena gestartet. Und da der Ladebalken schon da ist, dürfte es bald losgehen. Dankeschön. Vielleicht finden wir diesmal einen Ball, mit dem wir spielen können und nicht wieder so einen Schirm. Das war vorhin irgendwie komisch. Ich dachte, da war ein Ball in der Nähe, aber ja, ist egal. Das da ist ein Ball. Oder ist das auch wieder so ein Schirm? Aber es geht jetzt eigentlich nicht um. Darauf sollte ich jetzt wirklich nicht achten. Ne? Das ist jetzt, sag mal, das weniger Wichtige. So, wir steigen hier einfach mal aus. Dann gehen wir mal da zu dem Dorf. Da waren wir auch, glaube ich, bisher sehr selten. Was ist das für ein Dorf? Snobbishore. Ich glaube, da waren wir relativ selten. Ich kann mich zumindest nicht erinnern, dass wir da jemals so wirklich aktiv. Was ist das denn? Ist das irgendwas Event-Dingsiges oder ist das immer da? Hä, ich kann nicht mal durch. Das ist fest. Ich kann nicht mal da durchspringen. Okay. Alles klar. So, wo müssen wir hin? Gleich werden wir es erfahren. Oh, das passt ja hervorragend. Oh, das springt mir gar nichts, ne? Ja, dann brauche ich es auch nicht abbauen. Beste Waffe schon mal gefunden, die ich auch auf jeden Fall sehr viel nutzen werde und sehr aktiv. Nicht? Oha. Das ist ja jetzt nicht so gut. Ich bin gar nicht da, okay? Cool. Ja, ich habe da zum Glück auch gar keinen Schatten. Ist der noch da drin jetzt? Ich bin tot. Nein, du bist tot. Du bist tot. Nice. Oh mein Gott. Und es war sogar das Trommlergewehr. Lul. Oh mein Gott. Okay. Ich muss deutlich mehr Munition finden. Das ist ja nix. Okay, hat sich erledigt. Na, hat es erledigt, hat sich es noch nicht, aber ist schon mal besser. Wait, wie komme ich denn jetzt eigentlich wieder hier raus? Kommt man hier nur raus, indem man sich hochbaut, oder ist das einfach eine Wand nach draußen? Kommt jetzt, also kommt da jetzt Steinwand? Ja. Also muss ich mich hochbauen. Alles klar. Ja, zum Glück sind in der Arena echt noch richtige Noobs unterwegs. Da habe ich echt Glück manchmal. Aber das ist dann halt auch gut für mich zum Üben. Im Prinzip genau das, was ich brauche. So. Langsam sollten wir ins Gebiet gehen. Ne? Ah. Wait, das macht nur mein Zeug. Das heilt nur mich. Also das macht nur Heilung, kein Schild. Ich bin doof. Nein, bin ich nicht. Ich höre das. In
Infanteriegewehr. Ich glaube, davon haben wir mehr Munition als von dem. Yo. Dann nehmen wir das mit. So, jetzt kommt wohl so langsam der Sturm. Aber was? Was ist das? Oha, das ist ja laut. Oder bin ich das gar nicht? Doch schon, ne? Ja, warum verschwenden wir einfach direkt den Fallschirm? Warum nicht? Ah, läufst du da jetzt bitte hoch? Was zur Hölle? Sonst baue ich mich hoch. Soll der Quatsch. Aber der Sturm hier an der Seite dürfte ein bisschen dauern. Bis er kommt, der zieht sich ja, ne? Insgesamt zusammen. Das heißt, je weiter das Ding weg ist, umso schneller zieht er sich natürlich zusammen. Ah, stimmt. Das habe ich noch nicht bedacht. Der zieht sich ja, wenn er weiter weg ist, schneller zusammen. Deswegen kommt er manchmal so schnell und manchmal komme ich noch rechtzeitig durch. Weil die Entfernung... Ah! Habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Aber es ergibt Sinn. Es gibt sogar sehr, sehr viel Sinn. Ich würde gerne meinen Trommler... Oh, ich habe meinen Trommlergewehr zweimal. Kann das? Das ist natürlich Quatsch. Kann ich auch eine Pumpgun mitnehmen. Lull. Das ist natürlich totaler Blödsinn, was ich da gemacht habe. Da war mal einer. Aber die Betonung liegt auf Ware. Oh, und ich bin auch nicht mehr im Gebiet auf die Art und Weise. Erst jetzt bin ich wieder im Gebiet. Okay, da muss ich aufpassen. Das teilt sich hier. Ja. Ich hätte halt gern noch einen Trank gefunden oder sowas. Jetzt ist die Frage, ist hier oben noch einer oder nicht? Weil an sich spielt sich alles jetzt irgendwo da unten ab. Also, na gut, noch ist das Gebiet viel größer als das, wo es sich alles abspielt. Die könnten noch überall sein. Aber dann geht's weiter da drüben. Okay. Ja, dann segeln wir da doch schon mal vorsichtig. Hätte ich nicht gebraucht. Ah, blöd. Was soll's. Da ist keiner drin, ne? Dann können wir uns da mal umgucken. Oh, wait, das hat von der Richtung her jetzt ja überhaupt nicht gepasst. Was ich da gemacht habe. Huch. Huch, das hat von der Richtung her ja gar nicht gewups. Da habe ich aber nicht gut hingeguckt. Eieieiei. Die Richtung muss ich weiter. Mm. Okay. Oh, da drüben ist das Ding aktiv. Das ist aktiv, ne? Der ist gelandet. Den hole ich mir. Ja, der ist gelandet. Und bisher hat sich keiner dafür interessiert. Dann bin ich mal so frei und interessiere mich dafür.
Ja gut, der nützt mir jetzt nichts, weil ich bin auf 50. Der kleine Schildtrunk nützt mir gar nichts. Okay, jetzt muss ich aber rüber, 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 rüber. Husch, husch, husch. Ist aber ganz flott. Ich würde lieber mit dem Trommlergewehr killen aufgrund des der Challenge, aber wichtiger wäre es mir dann doch, was zu reißen. Und dann nehme ich lieber das Orange, ne? Also hier müssten jetzt ja trotzdem. Ja, es ist immer noch ein recht großes Gebiet dann. Wie viel sind es noch? 12. Und wenn es dann drauf ankommt, vergesse ich zu bauen. Ich weiß es doch jetzt schon. Ist die Frage, ist es da oben einer? Oder kann ich da in Ruhe mal hoch und mich umgucken? Ich könnte ja theoretisch schnell abhauen. Ich habe ja einen Fallschirm. Was war das denn? Da wurde noch gar nicht ausgeräubert. Schau mal einer, guck. Oh. Tolle Wurst. Ist es ein Ernst? Okay, es ist ein Ernst. Nice. Muss ja. Haben wir schon. Okay, dann würde ich aber ausrüstungstechnisch sagen, es ist jetzt okay. Bis halt auf Schild bin ich zufrieden. Achso, ja, selbst Holz kann ich nicht mehr tragen. Schau mal einer, guck. Da baut einer. Schau mal einer an. Aber wo der ist, weiß ich nicht. Sonst sehe ich gerade zufällig niemanden. Landet auch gerade niemand. Gebiettechnisch sammelt sich's hier eher. Also ich bleib mal hier oben. Der muss auf jeden Fall weiterziehen. Aber ich bin halt, ne, gegenüber einem anderen Scharfschützen bin ich jetzt leichtes Futter. Ist mir schon klar. Da zieht sich's halt alles jetzt zusammen. Ist der schon weitergezogen? Ich könnte mir so eine Wand bauen mit einem Fenster. Theoretisch. Theoretisch könnte aber auch zum Beispiel dahinter einer jetzt noch sein. Da ist ja auch das Gebiet in Ordnung erlaubt. Läuft da zufällig einer rum irgendwo? Nee. Also so groß ist das Gebiet dann jetzt gleich nicht mehr.
macht denn der? Der baut immer noch, ne? Sick. Oh, guck mal, das wird immer noch, das ist immer noch das richtige Gebiet, wo ich entstehe. Das wäre immer noch richtig. Ich bleib hier. Ich bleib hier. 7 Spieler. Weil, um hier hochzukommen, muss mir auch erstmal schweben. Oh, wisst ihr, was ich mache? Ist das schlau? Ach so, warte mal. Wir haben das, manche haben doch immer sowas, haben das doch zugebaut teilweise. So, ne? Hä, geht gar nicht. Hä, wie haben die das gemacht? Ach so. So haben das irgendwie manche irgendwann mal zugebaut beim Dings. Da würde man das ja eher mitbekommen, wenn da einer hochfliegt. Aber... Oh, da sehe ich was. Da habe ich jetzt einen gesehen. Wo kommt der jetzt raus? Shit. Oh, shit. Sind drei, zwei sind mindestens hier gelandet. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was tue ich hier? Das ging zu schnell. Das ging zu schnell. Achso, ich kann hier nicht zugucken, der schmeißt mich heraus. Ist klar. Lass mich klicken. Alter, gib mir meine Maus. Dankeschön. So. Ah, das ging zu schnell. Okay. Machen wir noch eine Runde Arena. Wir sehen uns gleich wieder. So. Da wird es gleich weitergehen. Da geht es auch weiter. Sehr schön. Wo steigen wir denn diesmal aus? Die schießen sich hier schon alle raus. Warten wir noch ein bisschen. Wollen wir wieder da starten? Das war eigentlich ein cooler Start. Bin ich jetzt aber wieder nicht alleine, ne? Bisschen die Entfernung erhöhen. Dann hoffen, dass die nicht hinterherkommen direkt. Ansonsten haben wir halt gleich den nächsten Start. Ist jetzt einer mitgekommen? Da oben ist einer. Ich hoffe, der kommt nicht zu mir gleich. Oh, der wird halt gleich eine Waffe haben, der Typ dann, ne? Das war nicht so gut. Ich habe als erstes die Waffe. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was? Das rate ich mir aber nicht, jetzt hier reinzukommen. Ich glaube, ich komme raus. Da oben muss er gerade was gebaut haben.
komm schon. Warum habe ich... Ich habe ja nur so Sniper-Waffen vielleicht gerade, ne? Da müsste ich jetzt... Wo kommt der rum? Ich rüste mal erstmal die aus. Dann habe ich einen Schuss. Wenn ich mit dem direkt treffe, wäre es cool. Das wird aber wahrscheinlich nicht passieren. Ey, wo ist denn der? Holy shit. Okay. Lull. Ich mach Quatsch. Was war das denn? Lässt du mir jetzt echt die Zeit? Das wäre ja faszinierend. Lull. Okay. Sehr schön. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Das wird schon interessant. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay. Also die Einzelduelle, das ist halt das, was ich in der Arena so lustig finde. Ne? Das kann man halt im normalen Modus schon gar nicht mehr machen. Okay. Problem ist, ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Oh, wir sind richtig. Dann ist ja alles erstmal gut. Dann ist ja alles erstmal gut. Oh. Mir war, wenn da was wäre, aber dann ist da halt nichts. Ist hier sonst echt nichts? Okay. Ach stimmt, hier kommt man dann auch hoch. Man hätte sich also nicht... Ah ja, 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 ja. Okay, alles klar. Hier kommt man dann auch hoch. Theoretisch. War hier oben auch eine Kiste oder warum hat er da hochgebaut? Eine Waffe, aber keine, die ich nutzen möchte. Okay. Gehen wir mal zum Nachbarn rüber. Gar nicht gesehen fast, wow. Blind einfach hier wieder. Okay, das nehmen wir stattdessen auf jeden Fall mit. Und schallgedämpfte Maschinenpistole kann man, glaube ich, hier ersetzen. Yes. Sehr gut, Munition. Nicht die Waffe, aber die Munition. Ich sollte nicht so viel Lärm machen, weil mittlerweile könnten ja auch Leute hier in die Gegend kommen. Munition. Ich höre die doch. Ist die oben? Es wird lauter. Die muss hier irgendwo sein, ja. Wait.
unten oder oben? Hier kann es ja nicht herkommen. Kann ja nur unten sein. Ist das hier ernst oder ist sein Ernst? Oh nein. Oh no. Problem ist, ich weiß nicht, ob der das gecheckt hat. Also der wird jetzt irgendwann auch dann da rausrennen und dann sieht er mich ja. Safe. Aber wahrscheinlich interessiert es den noch nicht mit dem Schild, okay? Mit dem Sturm. Aber mir gefällt das nicht. Ich gehe da lieber. Ich hätte ihn jetzt gerne mitgenommen, aber das ist mir zu risky. Ich muss schauen, dass ich zum Sturm, zum Dings komme. Okay. Kriegen wir aber hin. Passt. Das ist halt doof jetzt, ne? Das hätte ich jetzt eigentlich... sehe ich den von hier zufällig irgendwo rumlaufen? Ah, das Ding zoomt auch schon ein bisschen näher ran. Schon interessant. Jetzt müsste er kommen, ne? So langsam geht der Sturm los. Soll ich mich mal ein bisschen hier... Ich weiß es nicht. Höre ich Schritt oder ist das... Bin ich doof? Ist das der Beutel auf dem... Wow. Oh Gott, das war... Erreiche die Top 15. Okay. Irgendwo müsste der doch jetzt kommen. Oder habe ich den jetzt echt verpasst? Ich meine, der war im Haus. Seitdem ist er eigentlich... kann er eigentlich nicht raus sein? Ich meine, oder kann er? Wahrscheinlich kann er schon. Ja, er kann schon. Oder er checkt mich, dass das Ding... Aber ich muss ja auch weiter. Verdammt, ich wollte jetzt ein bisschen gucken. Nee, da kommt aber keiner angerannt und nichts. Nee, RIP. Oh. Da ist was Interessantes im Ast. Geäst. Ich habe nur echt Angst, weil der müsste ja von da irgendwo dann theoretisch auch mit antanzen. Das gefällt mir nicht. Oh no. Oh no. Ärgerlich. Hätte eine andere Waffe nutzen sollen. Das war blöd, die Waffe zu nehmen. Ach, aber wir sind, ja, wir sind aufgestiegen. Wir sind jetzt nicht mehr Division 1. Oh nein, dann sind die leichten Gegner weg. Oh. Wobei ich ja auch jetzt in Division 2 bin, also sind ja auch noch Noobs in Division 2 genauso unterwegs. Es ist ja nicht schwer, in Division 2 zu kommen, man muss einfach nur ein bisschen aushalten.
Man muss ja nicht mal killen dafür. Man kann sich ständig verstecken und kommt so auch in die Division. Wie viel braucht man jetzt eigentlich für Division 3? Das gucken wir uns noch kurz an und dann hören wir auf. 75. Uff. Uff. Also 50 Stück mehr. Grob. Alles klar. Na dann. Wie sieht's hier aus? Stufe 12. Aha. Was will ich denn dem? Oh Gott, Mann, nee, das will ich gar nicht haben, das Ding. Ist hier irgendwas interessant, was kommen würde, irgendwann? Ist da irgendwas? Das ist interessant, gut. Das ist halt tatsächlich Geld. Aber. Oh, Musik. Ja, gut. Musik wäre auch interessant. Aber das war's dann halt auch, ne? Wow. Es bringt halt nicht mal. Nachdem man 62 war und den Duschblick, den Buschblick bekommen hat, bekommt man halt keine Belohnung mehr. Es ist dann völlig egal, was man mit seinem Rang anstellt. Hier unten, yay, das und das und das und Euro, hier, geh weg. Mach das weg. Mach das weg. Oh Gott. Aber bei dem normalen Pass bekommt man dann da gar nichts mehr. Ist ja okay, ich meine, ist ja kostenlos, aber. Wie auch immer, das brauche ich nicht. Was ist das eigentlich? Zwei Events. Cash Prize. Was? Ja, ist okay. Tschüss. Alles klar. Okay, dann haben wir sogar mittlerweile einen erledigten Sturmgewehr mit dem Trommelgewehr. Mensch. Sehr sensationell. Die sind noch nicht offen. Was haben wir hier eigentlich von schon alles gemacht und was könnte man noch machen? Ach so, das ist nur mit Battle Pass. Innerhalb von 10 Sekunden nach Einsatz einer Schattenbombe. Ja gut. Lass dich beim Megamall von einem Witkan antragen. Ja gut, das könnte man mal machen. Das ist ja nicht so schwierig. Das haben wir gemacht. Besuche alle Himmelsplattformen. Ah, okay. Das heißt, die wöchentlichen sind so ein bisschen. Ah, das sind wir unterwegs mit den Ventilatoren. Lande bei Fertilefields, haben wir noch nicht gemacht. Gegner bei Sunny Steps oder Shifty Shafts, okay. Ja gut, das brauche ich jetzt nicht durchlesen, das ist jetzt echt nicht spannend. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss.